Hallo und herzlich willkommen. Wie jede Woche werfen wir natürlich einen Blick in die Star Citizen Roadmap. Immer noch gibt es keine Änderungen an der Squadron 42 Roadmap, damit werfen wir dort quasi keinen Blick rein. Hier werfen wir aber einen genauen Blick drauf, nämlich auf die Änderungen an Star Citizen in den verschiedenen Patches, die jetzt in der Roadmap verzeichnet sind. Und wir fangen natürlich an, wie jede Woche, mit 3.9, wo ich euch die kleine Kurzzusammenfassung habe, rausgesucht, also die bildliche Kurzzusammenfassung vom guten Snakem. Die habt ihr hier. Wurde diesmal irgendwie noch nicht auf der RSI-Webseite irgendwie rausgegeben. Normalerweise findet ihr das quasi über Reddit oder auch auf der RSI-Webseite. Die tun das Ganze normalerweise verlinken. So, wer das in Bildform und kurz mag, der kann hier den Link anklicken, den ihr quasi im Channel findet. Zack, und ich ziehe das wie immer raus. Und wir gehen in die Standard-Roadmap auf der RSI-Webseite. Zack. So, Leute. Und zwar, ihr seht ja schon, hier sind heute überall Punkte dran. Das liegt daran, dass die ganzen Geschichten, die hier für 3.9 vorgesehen sind und damit eigentlich Ende März veröffentlicht werden sollten, beziehungsweise ins PTU kommen sollten, jetzt hier im Polishing sind. Ihr seht das quasi für die Gefängnisuniform, die im Polishing ist, genauso wie die Microtech Collection, was die Kleidungsstücke sind, die ihr speziell in den Shops auf Microtech erhalten könnt, beziehungsweise ja, jetzt in den neu dazugekommenen Microtech Interieurs, die ihr hier in den Locations verzeichnet seht, neben den Clasher Automators Prison, welches ebenfalls im Polishing ist, sind es eben auch die New Babbage Landing Zone und deren Interieurs. Das heißt also, ihr könnt jetzt zum ersten Mal auch dort drin landen und euch, also ihr habt einen Spaceport, wo ihr euch ja, binden könnt mit eurem Schiff, beziehungsweise dann gebunden seid, wenn ihr, nachdem ihr gelandet seid und immer wieder neu aufwacht in New Babbage und da eben aus eurem eigenen Quartier aufsteigt. Das ist auch relativ cool, muss ich sagen. Eins der besten Quartiere, was ich bisher gesehen habe in Star Citizen, weil durch ganz kleine Sachen, wie zum Beispiel ein Fenster. Ein Fenster nach draußen finde ich in so einer Wohnkajüte echt cool und auch die Position des Fensters ist gelungen, denn direkt nachdem ihr aufsteht, könnt ihr quasi rechts oder links an euch vorbeigucken und blickt dann durch das Fenster auf New Babbage. Besonders cool. So, das haben wir schon gesehen. Finished waren die drei letzten Monde im Stanton-System ja schon die letzten Woche. Jetzt sind diese ebenfalls ins Polishing gewechselt und ja, werden quasi fleißig poliert, sodass ihr dort schöne Orte findet und auch schöne Locations, wo man sich gern aufhält. Auch die Miner sollen natürlich dort Sachen finden und ja, so für Außenposten soll es natürlich auch geben. Zack, das können wir zuklappen. Bei der AE gab es Veränderungen, Leute. Und zwar, hier die Ship IA 3D Navigation Collision Avoidance. Und zwar soll verhindert werden, dass die AE mit Dingen kollidiert, wie zum Beispiel eben Häusern oder Asteroiden oder anderen Dingen. Am besten natürlich auch nicht mit anderen NPC-Schiffen kollidiert. Und dafür gab es hier ein paar Änderungen, die jetzt ebenfalls ins Polishing gegangen sind. Bin gespannt, wie ob man das noch sieht, dass die NPCs sich quasi selber killen, indem sie in irgendwas reinfliegen, oder ob das jetzt besser geworden ist. Dazu gehört allerdings auch so ein bisschen das 3D Pathfinding Planet Side, nämlich dass die IA, also die NPCs, auch ihre Wege ordentlich suchen und auch finden, ohne mit irgendwelchen Dingen wie Häusern eben zu kollidieren oder in einen Baum reinzufliegen. Ebenfalls im Polishing, und wir werden bestimmt sehen, was das Ganze an den NPC-Fliegereien bewirkt. So. Im Gameplay gab es auch eine Änderung. Hier ist der einzige Punkt in 3.9, der sich diese Woche wirklich verändert hat. Und zwar hatten wir hier letzte Woche noch zwei Tasks offen bei den Contacts Lists, also und Friends List Unification. Und zwar gibt es ja ein neues Friends List System und das Party System wurde auch ein bisschen verändert, zumindest was die Einladung und das Hinterherziehen und so weiter angeht. Mit Hinterherziehen meine ich mit auf den Server springen. Der Gruppenleader springt meistens vor auf den Server und zieht dann alle anderen hinterher. Und in diesem Fall finde ich gar nicht so schön. Muss man gar nicht hier mal ein tolles Ü mehr drücken. Macht mal Ü, Leute. Ü. Nee, aber es gibt noch so zwei, drei Fälle. Ja, kann man das immer noch anwenden, nämlich in-game zum Beispiel, wenn man eine Einladung annimmt oder wenn man Quests annimmt und so weiter. Das Ü ist also noch nicht ganz verschwunden. Das, was bei der US-Amaret-Tastatur Left Bracket wäre, steht auch ganz oft da in den Texten.
drücke Left Bracket, um anzunehmen, und drücke Right Bracket, um abzulehnen. Bei uns wäre das eben die Ü-Taste, um anzunehmen, und die Plus-Taste, die quasi rechts neben der Ü-Taste liegt, auf unseren europäischen Tastaturen, die ihr dann quasi verwenden könnt, um abzulehnen. So, hier muss ich auch sagen, hier hätte ich gern Feedback von euch, Leute. Wie seid ihr denn bisher mit der neuen Kontaktliste zufrieden? Gefällt euch das Ding? Reicht euch das, wie es aufgebaut ist? Hättet ihr gern noch was anderes? Hier in dem Bild sehen wir zum Beispiel noch, dass man die verschiedenen Kontaktlist- und Notification-Fenster verschieben konnte. Das kann man zurzeit nicht. Also man kriegt die nicht in die Mitte. Die hängen quasi jetzt immer zurzeit am rechten Rand des Bildschirms. Und hier sehen wir sie quasi noch in der Mitte. Das passt jetzt nicht ganz zu dem, was wir jetzt bekommen haben. Aber naja, das Bild muss nicht immer 100% widerspiegeln von dem, was wir bekommen haben. Beziehungsweise auch der eine oder andere von euch mag sich noch an ein Inside Star Citizen erinnern, wo wir schon mal hingewiesen wurden auf die Veränderung der Friends List. Und da sah die ganze Friends List noch etwas anders aus. Und zwar, ich muss euch das Bild vielleicht nochmal raussuchen oder ihr sucht es euch selber. Und zwar gab es nämlich hier oben im oberen Bereich verschiedene Reiter, die man anklicken konnte. Die sind jetzt nicht mit reingekommen in dieses System. Kommen dann vielleicht noch. Da waren unter anderem Friends, Party, Chat und noch ein paar andere Sachen. Also noch eine andere Sache, die hier oben dann als vier verschiedene Reiter aufgelistet waren, ist jetzt nicht mit reingekommen. Finde ich ein bisschen schade. Was ich auch nicht ganz so optimal finde, ist in der Notifications List. Die ist hier zum Beispiel gerade leer. Wenn man aber viele Notifications bekommen hat, dann bekommt man die zurzeit schlecht leer. Das ist auch ein Feedback, was ich zur Kontaktliste gegeben hätte oder habe im Spektrum. Habe ich heute erst nochmal wiederholt, dass ich hier gerne einen Delete All-Button hätte. Ich hatte jetzt neulich um die 100, also gestern hatte ich um die 100 Notifications, vorgestern hatte ich um die 600 Notifications, und die alle einzeln wegzuklicken, oh, das macht jetzt nicht besonders viel Spaß. Deswegen hätte ich gerne einen Delete All-Button bei den Notifications. Ich hoffe, das wird umgesetzt, weil dann würde ich nämlich sagen, okay, wenn mir jemand eine Freundesliste oder eine Freundesanfrage gesendet hat und sagt mir das, hier kannst du mal nachgucken in deinen Notifications, dann habe ich zwar 600 Dinger davon voll und muss denjenigen dann raussuchen. Das ist nicht ganz gut. Dann würde ich es eher so machen wollen, dass ich demjenigen sage, okay, pass mal auf, ich lösche meine ganzen Notifications, zack, da ist die Liste leer, und dann soll derjenige mich nochmal einladen und dann habe ich den als einzigen drin. Das wäre praktischer, weil sonst sucht man sich ja blöd. So. Es fällt eben halt auf, wenn man ein paar mehr Leute in der Gruppe hat und eben dadurch eben auch ein paar mehr Notifications kriegt. So. Aber ich lasse es hier mal in der Mitte. Außerdem, Leute, ging es weiter mit dem Player Interaction System Improvements. Davon habt ihr bestimmt auch schon einiges mitgekriegt. Ihr könnt jetzt quasi auch wieder auf andere Mitspieler im Burst mit der F-Taste draufklicken. Oder beziehungsweise mit der Maus dann drüber haben und habt verschiedene Auswahlen. Ihr könnt jetzt quasi wieder direkt aus dem Wirs auch eure Freunde hinzufügen und Leute quasi eben in eure Freundesliste einladen. So, ebenfalls im Polishing sind die Prison Missions. Also da habe ich immer einen Sprachfehler, jede Woche wieder. Gefängnismissionen heißt das Ding. Die sind jetzt ebenfalls in der Polierung und sollen hier ein bisschen spannenderes Gameplay für das Gefängnis geben. Für mich hat es jetzt noch nicht wirklich geholfen. Ich mag das Gefängnis überhaupt nicht. Und im echten Leben, wie quasi im Spiel, im echten Leben war ich zwar noch nie drin, aber im Spiel jetzt schon einige Male. Und ich kann darauf verzichten, muss ich euch sagen. So. Außerdem ging es weiter mit dem Player Status System V1. Wir haben jetzt neue Anzeigen. Wir können jetzt zum Beispiel auch sehen, was ist unsere Körpertemperatur, wie sieht es mit unserem Durst und Hunger aus, und es wird auch eingeblendet eine Survival Time, falls wir zum Beispiel äußeren Umständen ausgesetzt sind, wie Temperaturen, also Kälte, Hitze zum Beispiel, wie lange haben wir denn noch zu überleben. Was das Trinken angeht, kann ich euch bisher sagen, Überlebenszeit ohne was zu trinken waren 4 Stunden. Im vorletzten Patch, im letzten Patch schien da was dran geändert zu sein, denn komischerweise habe ich keinen Durst mehr. Das ist etwas merkwürdig. Also gestern hatte ich quasi den ganzen Abend nie diese Durstanzeige, dass mir Wasser fehlen würde. Mal gucken, ob das bloß ein einmaliger Fehler war auf verschiedenen Servern gestern Abend oder ob das eventuell vielleicht verlängert worden ist, die Zeit, dafür, dass ihr quasi austrocknet und wieder was trinken müsst, könnte ich mir jetzt gut vorstellen, weil ich greife hier zwar ab und zu mal zum Glas, auch während der Sendung, und trinke einen Schluck, aber in Wirklichkeit, muss man nicht alle 4 Stunden unbedingt was trinken. Ist zwar ganz nett, aber man stirbt nicht deswegen, wenn man nichts trinkt. Also nicht innerhalb von 4 Stunden. So.
Außerdem gibt es die Bounty Mission NPC Improvements. Hier gibt es quasi auch NPC Bounty Hunter, die euch nachstellen, was wiederum für die Leute, die ins Kitchen wandern werden, etwas mehr Bedrohung darstellen soll. Zurzeit wird auch gefragt im Forum, zum Beispiel, also mit Forum meine ich Spektrum, fühlt ihr euch denn unter Druck mit einem Fimbock Grindstead im Stanton-System? Man soll daran auch denken, dass das Stanton-System besonders, besonders streng ist, was dieses Recht angeht, und dass hier besonders harte Regeln herrschen im Stanton-System. Einen Vergleich haben wir jetzt ehrlich gesagt noch nicht, weil wir keinen anderen Ort haben. Also wir haben jetzt kein anderes System wie Pyro oder so, wo es andere Regeln gibt und damit andere, Anforderungen, das Recht zu wahren. Ein Vergleich fehlt uns hier quasi noch. So. Bei den Ships und Vehicles ist ebenfalls was im Polishing, und zwar die Asperia Prowler. Das größte bisherige im Spiel befindliche Alien-Schiff, beziehungsweise Alien-Nachbaute, denn das wird ja hergestellt von Asperia, die eben verschiedene Alien-Schiffe nachbauen, wie zum Beispiel eben Ventul-Schiffe, Glaive und die Blade zum Beispiel. Und hier ist es dann die Asperia Prowler. Das Ganze ist ein Dropship für Personen, hat spezielle Atmosphärenschilde, hat verschiedene Drop-Tor-Doors an der Seite, 8 Stück an der Zahl, hat hinten eine große Rampe, wo man schnell wieder rein und raus kann, und hat Piloten und Co-Piloten, die sich auch die Waffen teilen könnten. Außerdem hat es einen ganz netten Bildschirm vorne drin, denn ihr habt hier keine Scheibe oder Glas, wie ihr schon seht, sondern das sind alles so kleine Bildschirme, die dann erst aktiviert werden, wenn ihr das Schiff startet. Sieht ganz nett aus, muss man sagen. Was manchmal auch ganz nett aussieht, manche Sachen sehen ein bisschen silly aus, sind die Wetter-Locomotions. Habe ich auch schon einige Wettereffekte jetzt gesehen. Und was ihr hier gleich noch sehen könnt in dem Bild, dass diese Wettereffekte, wie zum Beispiel Schneesturm oder Kälte, eben auch Einfluss auf unsere Kleidung haben kann. Hier seht ihr quasi den Undersuit, der vom Frost quasi besetzt worden ist und deswegen schon ganz weiß. Normalerweise gibt es diesen weißen Undersuit quasi nicht, zumindest nicht in der Form, wie es hier ist. Und an der Waffe seht ihr auch schon einen kleinen Hint. Oh, die Waffen müssen vielleicht nochmal nachbearbeitet werden, denn nur die Anzüge verändern sich, was eben das Aussehen angeht. Die Waffen und anderen Attachments, die ihr quasi an euch angebracht habt, die verändern sich noch nicht, vom Aussehen her zumindest. So, und natürlich gibt es wie immer Performance Optimizations, die zurzeit auch dringend nötig sind. Wir haben ja gestern Abend ein paar FPS-Tests gemacht und so weiter. Die haben nicht besonders Gutes ergeben. Wir hatten schon verschiedene Situationen. Wir hatten einmal einen wirklich mega klasse Testfall, wo ich mich so gefreut habe, weil wir 600 Meter Sichtweite hatten auf Personen und die mit einem Snipergewehr auch abschießen konnten. Gestern allerdings bei unserem Test auf verschiedenen Oberflächen und verschiedenen Servern hat das Ganze eher gegenteilig ausgesehen, so als hätte man nur noch die Hälfte der Sichtweite von 382. Zurzeit verschwinden die Leute auf ungefähr 250 Metern. Seht ihr quasi eure anderen Freunde zum Beispiel nicht mehr. Seht ihr, dass der Marker quasi noch dort ist, aber der Charakter verschwindet. Ihr könnt denjenigen dann auch nicht mehr treffen mit dem Gewehr oder sowas. Wäre natürlich noch schöner, wenn man jemanden treffen könnte, den man gar nicht sieht. Also so ist es nicht. Derjenige verschwindet dann für einen. Und wir hatten gestern merkwürdige Effekte, dass zum Beispiel, ja, bei mir die Leute erst bei 120 Metern wieder aufgetaucht. Nee, wartet mal. Dass bei mir die Leute erst bei 90 Metern wieder aufgetaucht waren und bei anderen schon 30 Meter vorher, was denen natürlich die Möglichkeit gibt, schon auf mich zu schießen, währenddessen ich die gar nicht sehe. Das ist sowas, das muss auf jeden Fall noch raus, weil ansonsten ist kein richtiges Gameplay möglich, zumindest nicht gegen andere Spieler. Und PvP, das Boden-PvP, also FPS quasi, wirklich lame. Also ist zurzeit nicht zu empfehlen. Und dann hoffe ich, dass hier noch quasi ein bisschen was kommt. Und wir wurden auch schon darauf vorbereitet, dass es mit den Änderungen an 3.9 und bis sie in dieses Live-System wechseln, noch eine Weile dauern kann, hatte Jared uns noch erzählt. Natürlich auch bedingt durch Corona, Homeoffice, wie die Leute aktuell zurzeit arbeiten müssen. Und Corona nimmt natürlich jetzt jede Firma gerne so ein bisschen als Ausrede, stimmt aber auch in gewissem Maße. Aber 7 Wochen PTU, das ist schon das krasseste PTU, was wir bisher jemals hatten. Wir gehen jetzt fast in die 8. Woche PTU und sind fast schon einen Monat zu spät quasi in dem Release des Patches. Ich bin sehr gespannt, wenn das Ganze dann rauskommen wird. Ich rechne allerdings nicht unbedingt was vor Ende des Monats, also vielleicht nächste Woche, also dass es in dieser Woche dann quasi kommt.
Vielleicht aber auch erst eine Woche drauf. Müssen wir sehen, Leute, wie sich das ergibt. So. So viel zu 3.9, Leute, und den Änderungen. Also ihr seht, alles im Polishing. Alles andere, was hier nicht mehr geschafft werden konnte in 3.9, ist mittlerweile in andere Teile der Roadmap gewandert, zum Beispiel eben 4.0 oder 4.1. Und manche Sachen sind sogar ganz rausgewandert, zumindest vorerst aus der Roadmap, die nämlich dann in 4.2 Einzug halten werden und jetzt eben nicht verzeichnet sind auf der Roadmap. Unter anderem ist das nämlich Crusader und die Horizon Landing Station. Die seht ihr jetzt, das seht ihr gleich, wenn ich hier die Locations aufklappe. Aber soweit sind wir noch nicht. Erstmal gucken wir auf die Charakter und sehen, dass der Mission-Gäfer Eddie Parr hier einen kleinen Fortschritt bekommen hat und an dem weitergearbeitet wird, noch 11 Tasks offen sind und dann kommt eben auch der Missionsgeber für Microtech. Bisher gibt es da quasi noch keinen eigenen Missionsgeber und der Eddie Parr wird diese Aufgabe dann hoffentlich gut meistern. So, außerdem Leute, ist geplant, dass mit 4.0, das heißt also eigentlich Ende Juni, New Babbage ein paar Shop Editions bekommt und zusätzliche Shopping-Möglichkeiten, die auch gleich am Spaceport unter anderem, weil jetzt zur Zeit könnt ihr am Spaceport nicht wirklich was kaufen. Wenn ihr dort landet, könnt ihr euch quasi nicht gleich ein Getränk irgendwie schnappen oder sowas oder vielleicht eine andere Kleinigkeit kaufen. Das soll allerdings kommen. Ihr sollt am Spaceport auch direkt Sachen kaufen können und da gibt es quasi Verfeinerungen am Interieur und es wird auch so eine Art Souvenir-Shop geben. Bin ich sehr gespannt, was wir dann kaufen können dort in dem Souvenirshop. Ich wette doch, da wird eine Eiskugel dabei sein mit einem Schneemann, oder? Wenn wir hier schon auf so einem kalten Planeten sind, würde mich schwer wundern, wenn das nicht so ist. Außerdem, Leute, sind für Ende Juni geplant die Grimhex Improvements. Und ich glaube, die werden auch bitter nötig durch das neue Lore-System. Gibt es einige, veränderte Spielweisen, würde ich sagen, in Star Citizen, denn die Leute haben keine Lust, ins Gefängnis zu gehen, suchen aber natürlich trotzdem einen Rückzugsort und einen Ort, wo sie spawnen können, aber eben auch ihre Schiffe spawnen können. Und ihr wisst ja, zurzeit ist es in Grimhex eher so, dass ihr keine großen Schiffe spawnen könnt. So eine Constellation ist noch möglich, aber alles darüber hinaus, zum Beispiel wie eine Caterpillar, das geht dann schon nicht mehr. Und auch die Bösewichte sollen natürlich hier ihre Hammerhead auspacken können, zum Beispiel. Bei 32 von 60 Tasks sind wir bei den Improvements. Hier kommt quasi noch einiges auf uns zu an Arbeiten. Ich glaube auch, dass mit den 60 Tasks nicht getan sein wird und dass im Laufe der Zeit hier die 60 Tasks noch ein paar mehr werden. So. Bei der AI gab es keine Änderung, dafür beim Gameplay. Und wir haben hier drin die Elevator Panel Updates. Jeder von euch, der sich jetzt in 3.9 schon umgeguckt hat, weiß, okay, das sieht ja aus wie die Panels in New Babbage. Und wenn man sich in PO genauer umguckt, dann sieht man, dass die verschiedenen Türen ebenfalls schon diese Panels haben. Zwar nicht beschriftet, aber sie sind schon mal da. Und ich denke dann, dass wir eben bald auch in allen anderen Fahrstühlen, nicht nur in New Babbage, diese neuen Elevator-Panels finden. Und ja, die dann wesentlich besser bedienen können als jetzt den Text, der quasi in der Luft schwebt. Also die neuen Panels sind wirklich gut gelungen, muss ich sagen. Und eins der besten Dinge für mich, die in 3.9 reinkommen. Weil es eben Usability ist. So. Ansonsten, in 4.0 reingekommen sind, in 4.0 kommen quasi dann die Elevator-Panels overall und in 3.9 sind ja die Panels schon drin in Babbage und deswegen die Aussage. Entschuldigung, bitte, ein bisschen durcheinander gekommen. New Targeting-Methodologie wird es auch geben und ich bin hier sehr gespannt, wie sich das auswirkt. Wir sollen hoffentlich auch wieder ordentlich unsere Gegner pinnen können und diese Targets dann angezeigt bekommen. Sowas gab es schon mal in 2.6 und dass ihr quasi die Gegner pinnen konntet und mehr als einen Gegner in eurem Cockpit angezeigt haben konntet, die also dauerhaft im Auge hattet. Und das galt nicht nur für Gegner, sondern auch für befreundete Schiffe. Und das war wirklich praktisch und hätten wir jetzt neulich erst gebraucht. Ich hoffe, das kommt bald wieder. Soll zumindest. Und ja, mal gucken, was die Darstellung dann sagt und was die an uns an Informationen gibt über das gepinnte Schiff. Außerdem, Leute, gibt es dann bald das Body Tracking. Hier wird es dann soweit sein, dass ihr quasi andere NPCs oder echte Leute am Schlepiner packen könnt. Und ich glaube, das ist auch eine ganz gute Sache, wenn die Cutlass Blue nämlich ins Spiel kommt, dass ihr dann auch jemanden in eure Zellen verfrachten könnt, die ja genau an Bord eben dieses Schiffes haben. Weil das ist ja dann doch ein Schiff, mit dem die Leute mitgenommen werden sollen, und zwar nicht ganz freiwillig. 4 von 14 Tasks haben wir hier beim Body Tracking, wird also noch fleißig dran gearbeitet und kann auch ein bisschen dauern, bis das fertig ist. Wir haben allerdings auch noch 2 Monate Zeit, geht also noch.
So, das Highspeed Combat hat hier keine Veränderung gekriegt. Das haben wir schon ein paar Mal drüber geredet. Beim Ship Hut Rework gab es eine Geschichte. Und zwar sind wir jetzt bei 255 Task. Die Huts sollen natürlich umgänglicher werden und natürlich auch ja, besser bedienbar und vielleicht auch besser im Sichtfeld sein. Weil manche von den Huts sind etwas schwierig zu erblicken. Zumindest zur Zeit. Und da bin ich sehr gespannt, was hier die UI-Änderungen sein werden und ob die denn dann auch brauchbar sind, beziehungsweise uns schnell viele Informationen liefern können. So, was dann auch mitkommt und hätte vielleicht schon mit dem Prism-System kommen sollen, ist das Lore-System V2 Surrender, das ihr quasi eben auch aufgeben könnt. Zurzeit ist es so, wenn ihr mit Crimestead sterbt, werdet ihr ins Gefängnis teleportiert und da es ja eigentlich kein Beam geben sollte, und man normalerweise nur im Gefängnis landet, wenn man am Leben bleibt, gibt es hier das Lore-System V2, die Möglichkeit aufzugeben und mal gucken, wie sich das Ganze dann auswirken wird. Ich würde allerdings sagen, never surrender. Niemals aufgeben, Jungs. So, Restricted Area Rework haben wir auch noch auf dem Plan. Das ist ja auch verschoben worden. Gab es eigentlich schon in 3.9, ist hier in 4.0 gerutscht. Gibt es auch noch 4 Tasks zu tun. Wurde bisher nicht dran weitergearbeitet. Wo es leider auch noch nicht weiterging, ist eben bei den Improvements der M50 sowie bei der Cutlass Blue. Die ist hier letzte Woche reingerutscht und schon mit erledigten Tasks. Und ich denke auch, ebenfalls hier werden es noch ein paar mehr Tasks sein, denn hier kommen immer Planungstasks dazu, daraus ergeben sich Aufgaben und damit werden es mehr Tasks. Die Woche haben wir schon das gewählte Blau gesehen, der Cutlass Blue. Wir hatten ja vor ungefähr 2 Monaten schon mal so eine Auswahl, dass wir die verschiedenen Farben gesehen haben, die Cutlass Blue vielleicht bekommen wird. Und jetzt ist die Farbe wohl sicher. Die sehen wir uns aber dann gleich später noch an im Videocontent. So. Weiter geht's mit Waffen. Waffen, die das Herz begehrt, werden hier zum Beispiel für den Bounty Hunter welche sein. Und zwar die Lightning Bolt Co-Aztec Electro Sniper Rifle. Hier könnt ihr dann quasi auch Leute außer Gefecht setzen. Und das könnt ihr tun in ungefähr, naja, so 12 Tasks, denn 16 von 28 sind erledigt. Ich denke auch, da hoffe ich, dass die Mechanik ausreichend getestet wird. Denn es könnte natürlich etwas nervig werden, wenn ihr dauerbetäubt werdet. Ich glaube, das wird wahrscheinlich phasenweise eher sein oder beziehungsweise euch ein paar Minuten betäuben und danach könnt ihr euch wieder bewegen. Falls ihr nämlich zum Beispiel nur abgeschossen wurdet und betäubt und euch keiner einsammelt und mitnimmt, das wäre dann etwas blöd. Also werdet ihr schon wahrscheinlich auch wieder aufwachen nach einer gewissen Zeit. In Revision sind ebenfalls die Klaus und Werner Sledge Mass Driver 21 von 33 Tasks und da kann ich euch jetzt schon sagen, in 3.9 braucht ihr die nicht mehr auf euer Schiff schrauben, es sei denn, ihr wollt nicht die Meta-Waffe aufschrauben. Also die Sledge Mass Driver wurden deutlich genervt, um 30% ist der Schaden nach unten gegangen. Waren es 30%? Ich glaube ja, doch 30%. Und damit sind die nicht mehr der Hit und nicht mehr der Favorite auf den Gimbaled Waffen. Hier gibt es dann auch verschiedene Size-Größen übrigens. Zurzeit kann man die Size 2 kaufen auf Port Odessa. Und hier gibt es dann noch Size 1 und 3, der Sledge Mass Driver. Bin ich mal gespannt, wenn das Rework dann durch ist, ob die Waffe denn überhaupt wieder gewählt werden wird oder ob die Leute sich sagen, nein, ich gehe lieber auf Neutronen-Repeater. So, im Core-Take, Leute. Da gab es eine Änderung, die Heatmap Improvements, 1 von 16 Tasks, jetzt wurden quasi hier Tasks geplant und wir haben eine Aufgabe erledigt von 16 Stück. Wir werden quasi schönere Höheneffekte bzw. Für die Entwickler bessere Einbaumöglichkeiten sehen, weil die können mit einer neuen Heatmap arbeiten, die ja, das ein bisschen schöner und schneller werden lässt. Also die Entwicklung an den verschiedenen Höhensachen und wie man Berge einfügt und Schluchten und so weiter und auch Krater natürlich. Und dafür gibt es hier die Improvements. Außerdem gibt es den NPC-Scheduler, an den es jetzt noch nicht weitergegangen ist. Der ist nämlich scheduled. Und die Shield-System-Tech-Replacement. Und zwar 4 von 8 Tasks erledigt. Könnten auch noch einige mehr werden. Ihr wisst ja, wir haben bald keine Schild-Bubble mehr. Oder sollen zumindest keine mehr haben. Sondern das Schild wird sich direkt um das Schiff drumherum legen. Und damit auch keine große Schildblase mehr bilden. Ich bin sehr gespannt, was das für Auswirkungen hat auf die Schildlöcher unter anderem, denn einige Schiffe haben ja Schildlöcher und diese Löcher sind in Wirklichkeit einfach nur zu kleine Schilde, wo irgendwas quasi aus dem Schild rausguckt oder ein Stück vom Schild verloren gegangen ist, wenn ihr quasi in einem Schiff zum Beispiel den Flügel abgeschossen habt und dort an der Seite kein Schild mehr ist, dann gibt es da so ein paar Problemchen und die werden hoffentlich mit dem neuen Schildsystem gefixt.
So, dann kann ich hier 4-0 auch schon wieder zuklappen, Leute. So. Und wir sind im bisher letzten verfügbaren Bereich der Roadmap. 4-2 fehlt hier immer noch. Wir wissen schon, dass ein paar Sachen wie Crusader Landing Zone, also Horizon und Crusader selbst, eben schon in 4-2 reingerutscht sind. Die sind hier auf der Roadmap noch nicht dargestellt. Und ich bin auch sehr gespannt, ob wenn 3-9 denn dann ins Live-System gewechselt ist, ob denn hier die 4-2 auftaucht auf der Roadmap. Ein paar Sachen kennen wir schon, die da drin vorkommen. Und wäre aber trotzdem ganz schön, wenn wir das hier als Roadmap-Punkt auch wieder verzeichnet sehen würden. Außerdem, Leute, gucken wir jetzt hier rein und sehen, dass mit den Space Station Cargo Decks schon angefangen wurde zu arbeiten. Wir befinden uns nämlich jetzt nunmehr schon bei 6 von 16 Tasks und wir konnten letzte Woche im Videocontent von CRG auch schon einen Einblick bekommen in die verschiedenen Cargo-Räume und verschiedenen dazugehörigen Räume für die Cargo Decks. Dazu aber dann gleich mehr im Videocontent. Auf alle Fälle sind hier noch 10 Tasks zu erledigen, sollten keine mehr hinzukommen. Beim Gameplay wurde noch was geändert, Leute. Und zwar wird hier fleißig dran gearbeitet, dass man Dinge wieder ordentlich werfen kann, wie unter anderem hier abgebildet Granaten. Die fliegen jetzt zurzeit ein bisschen merkwürdig, bleiben öfter mal in den Händen hängen oder am Fuß kleben oder an anderen Gegenständen. Das soll natürlich besser werden, aber auch Kisten will ich wieder ordentlich werfen können. Die kann ich zurzeit irgendwie nicht ordentlich durch die Gegend feuern. Und ja, das wäre ganz schön, wenn das wieder geht. Und vielleicht ist das ja der Fall in 6 Tasks, denn dann ist diese Aufgabe eventuell completed. So, ein weiteres Pünktchen seht ihr, wenn ich scrolle. Nein, seht ihr keins. Es wurde also quasi nur an dem Flow gearbeitet, was auch okay ist, denn das Ganze in Patch 4.1 ist erst für Ende September geplant, damit also noch ordentlich Zeit. Oh, jetzt habe ich das Ganze zugeklappt, entschuldigt bitte. Falscher Reiter. So, Gameplay waren wir gerade drin und sehen jetzt etwas Schönes, Leute. Das wird bestimmt den einen oder anderen begeistern. Nämlich die Mercury Star Runner. Yeah. Das ist ein Schiff, auf das ebenfalls viele warten. Das erste Schiff aus der Crusader Industries Reihe, was hier ins Verse Einzug halten wird. Der Style Guide quasi für die Crusader Schiffe. Und wir durften im Videokonto und auch schon einen Blick auf die Hercules werfen. Also auf die Star Lifter. Das hier ist der Star Runner, der Data Runner. Und ja, so ein bisschen Cargo könnt ihr natürlich auch noch mitnehmen. Außerdem soll das so ein bisschen wie der Millennium-Falke sein, durch den Aufbau mit Türmen und ein bisschen Schmuggelbereich und so weiter. Ihr habt auch einen Aufenthaltsbereich, einen kleinen Crewbereich und so weiter. Ist wirklich ein interessantes Schiff und soll mein Starterschiff sein. Und jetzt werdet ihr geblitzdingst, zipp, damit ihr das alle vergesst und niemand sich das Schiff kauft. Nein, 9 von 99 Tasks, Leute. Jetzt ist gleich ein bisschen mehr vorgesehen. Und durch die vielen Tasks erhoffe ich mir vielleicht sogar, dass hier vielleicht dass ein Teil des Datenrunnings schon drin ist. Ihr könnt ja mal die Mercury in Chat raushauen, wenn ihr wollt. Ich mache das zumindest mal. Gib, gib, gib. Also, wie gesagt, mein Starterschiff, das wird auch den Weg finden in mein Exploration-Paket. Das ist das gebe ich nie wieder her-Paket. Und ja, das wird vollgemacht mit der Mercury, mit der Avenger. Entschuldigt, nicht nur mit der Avenger, mit der Vanguard Warden. Die Carrick sitzt natürlich dort fest drin, die Barney Merchantman. Und naja, noch ist es eine Terrapin, aber daraus wird noch was anderes. Dazu aber später. Ich freue mich zumindest mega auf das Schiff und danke euch Neuland und Bayer. So. Und die letzten Änderungen und damit das längste Pünktchen hier auf der Roadmap sehen wir beim Server-to-Client-Actor-Network-Rework. Eine der wichtigsten Sachen höchstwahrscheinlich, damit eben hier Improvements am Downstream gemacht werden, was eben an den Client gesendet werden muss, was die ganze Kommunikation von Server zu Client angeht, dass der quasi nicht überlastet wird, was wird dann dorthin gesendet und ein paar Geschichten mag ich da überhaupt nicht so dran. Und zwar, dass hier erst 1 von 3 Tasks erledigt sind, dass das erst in 4.1 angesetzt ist, damit September und ich nicht glaube, dass das September fertig wird, sondern eher in den 4.2-Patch rutschen wird, habe ich so das Gefühl. Auch durch die ja, verschiedenen Einschränkungen, die eben jetzt zurzeit jede Firma hat. Und aber nicht nur durch die, sondern auch dadurch, dass das ein schweres Thema ist und höchstwahrscheinlich gar nicht so einfach umzusetzen. Dieser Satz am Ende, der gefällt mir halt überhaupt nicht, weil das heißen würde, wir könnten eventuell noch ein halbes Jahr oder ein Jahr oder ich weiß nicht wie lange warten,
helping to reduce Pacific lag and instance of rubber banding. Dieses besagte Rubberbanding, das konntet ihr am Samstag sehr schön beobachten, wie viel Spaß das macht, wenn man immer wieder an denselben Ort zurückgezogen wird. Und dass das irgendwie sein Gameplay völlig kaputt macht. Ist so eine Sache. Ich hoffe, das wird eher gelöst als jetzt erst Ende September, beziehungsweise dann vielleicht Ende Dezember. Ich glaube nämlich nicht dran, dass das hier in der Roadmap drin bleibt. Weil 1 von 3 Tasks wird auch viel zu wenig sein. Dort wird deutlich mehr zu tun sein. Das sind eher die Planungstasks hier als die wirklichen Aufgaben, die da dran zu tun sind. So, aber ich drücke die Daumen, Leute, dass CIG das hinbekommt und dass wir quasi, ja, auch was Lex und eben Rubberbanding angeht, bald weniger schimpfen müssen, beziehungsweise eingeschränkt sind und das Ganze eben auch funktioniert. Allerdings kann ich euch schon versprechen, wenn das Ganze online kommt, dann wird es höchstwahrscheinlich erstmal in der PTU-Phase krasse Fehler damit geben, so wie es immer ist, wenn so ein riesen neues System reinkommt, das heißt auch neue Fehler. So. Tja, Leute, und damit sind wir jetzt auch schon mit den Änderungen an der Roadmap durch. War nicht allzu viel. Ihr habt gesehen, ganz 3.9 ist im Polishing, wird dann hoffentlich auch bald in die nächste Welle gehen. Ihr seht nämlich hier oben, noch ist Wave 2 angesagt. Und Wave 2 bedeutet eigentlich, dass hier die Vielspieler und die Leute dabei sind, die eben auch Issue-Cancel-Einträge machen und so weiter. Ich habe allerdings schon mitbekommen, dass nicht wirklich alle Vielspieler dabei sind. Ich habe so einige in meiner Liste, die hier wirklich regelmäßig online sind in Star Citizen und vor allem auch in verschiedenen Modi online sind, sowas wie Star Marine und so weiter. Und trotzdem nicht in die Wave 2 aufgenommen worden sind. Ich habe ehrlich gesagt eher das Gefühl, dass dann natürlich hier auch ein bisschen, Geld gezogen werden soll von den Leuten für Subscriptions, weil Subscribers sind ja in den Wellen. Und wenn man sowas über ein Wochenende macht, die Leute ein bisschen trennt und die eigentlich sich das auch ganz gern ansehen würden, dann kommt es oft einmal zustande, wie wir das auch gern wissen von unseren Orgas und so weiter, dass sich Leute nur wegen 2 Tagen eine Subscription holen. Dieses Item, dieses Hunger Flare und so weiter, die null interessiert, auch kein Jump Point, auch kein Subscriber Store oder sonst irgendwas. Die wollen einfach nur ins PTU mit ihren Leuten. Müssen wir mal gucken, wenn dann hier die nächste Welle soweit ist. Ich werfe euch den Link der Roadmap nochmal raus, für die, die ja, selbst reinsehen wollen. Außerdem, Leute, ach nö, das war's nicht. Toll. Wartet mal. Ich habe das doch extra aufgerufen gehabt. Hier. Und zwar, hier haue ich euch nochmal den Links raus zu den Waves. Und hier habt ihr nochmal drin, was ich euch quasi eben gesagt habe, wer denn alles in Wave 2 beinhaltet sein soll. Könnt ihr quasi selber nochmal nachschlagen. Ich mache es euch nochmal groß, dann lässt sich vielleicht besser lesen. Zack. Dass hier die aktiven Leute eben eigentlich hätten in der Welle 2 schon sein sollen. Wenn dann Open PTU ist, was dann schätze ich mal nächste Woche kommt, werden alle Bäcker Zugriff haben, bisher eben nur eingeschränkt. So. Außerdem, Leute, habe ich noch was ich verlinken muss oder will. Ich bitte nämlich euch, hier ordentlich Feedback zu geben im CIG-Spektrum oder RSI-Spektrum. Und zwar, was die verschiedenen Änderungen angeht. Ihr seht also, hier wurden verschiedene Threads aufgemacht im Feedback-Bereich zu den PTU, wie zum Beispiel der Persistence, Law and Hostile-System, Prison-System, Personal and Afford Action Wheel, dann natürlich dem neuen Kontaktlisten-Feature und Friends-Listen-Feature. Dann der Asperia Prowler wird hier etwas Feedback gefordert. Dann Ecto-Status-Updates, also quasi das neue Status-System für Temperaturen, Durst und Hunger. Dann auch für dies neue Mining, für die neuen Mining-Änderungen. Es gibt nämlich ein neues Mining-Element oder wie sagt man das? Eine neue Sache, die abgebaut werden kann, und zwar Quantinium, was der Ursprung des Quantum Fuels ist. Und da sind jetzt auch einige schon unterwegs auf der Suche, quasi die besten Stellen rauszusuchen, wo man denn Quantinium findet. Und natürlich auch so ein bisschen für sich selbst zu ermitteln, wie lange kann man denn damit unterwegs sein, bis das instabil wird und hochgeht. Außerdem gibt es natürlich hier auch noch die Anfrage zum Feedback für New Babbage selber, Microtech und Microtechs Monde. Könnt ihr hier quasi fleißig reinschreiben. Ich sehe hier immer noch, ich war der Letzte, der quasi hier in der Kontaktlistengeschichte geschrieben habe, vor 6 Stunden. Das seht ihr ja hier. Und ja, hier könnt ihr quasi fleißig reinschreiben. Plus im System habe ich natürlich auch fleißig schon Salz reingekippt. So. Link habt ihr. Grüß dich, Tobiba. So, jetzt aber
kommt der Tab, den ich gerade schon aufgerufen habe, den ihr ein bisschen zu früh gesehen habt. Aber das passiert manchmal. Und zwar der Sneak Peek. Zack! Hier kann man nämlich schon einen kleinen Blick reinwerfen in Grimhex und wie das denn dann aussehen wird. Grimhex ist hier ein bisschen heller geworden, beziehungsweise wird auch ein bisschen größer vom Bereich her, wird Hangars bekommen und, bisher gibt es ja noch keine Hangars, sondern nur die Landingpads. Es gibt zwar die Hangars im Berg drin, können aber noch nicht benutzt werden. Die werden dann quasi dann langsam auch aktiv und es gibt auch neue Hangars dann, nämlich für die großen Schiffe. Hier war der Text dazu. In der E-Mail vom Freitag gibt es quasi immer diesen Sneak Peek. I'm going to send you him to outer space to find another race. Also quasi wird jemand in das Universum geschickt, um ein neues Rennen zu finden. Und Grimhex wird eben in das Rennen um Grimhex herum eingebunden werden. Ich stelle mir ja vor, dass es so eine Art Tunnel gibt oder sowas, wo wir dann durchflitzen. Ich bin sehr gespannt, wie es eingebunden wird ins Rennen. Und gucken wir mal, wie Grimhex dann aussehen wird, wenn die Improvements denn durch sind. So Leute, so viel zum Textinhalt. Also zumindest vorerst zu dem, was quasi textlich passiert ist bei Robot Space Industries und CIG. Jetzt kommen wir noch zum Video-Content, den es ebenfalls offiziell wie jede Woche gab. Und diesmal auch wieder ein Inside Star Citizen. So, und dieses gute Inside Star Citizen fängt damit an, dass wir natürlich erstmal erzählt bekommen, dass natürlich hier auch wie jede andere Firma auch Softwarefirmen, CIG etwas von den Corona-Auswirkungen betroffen sind und die Leute natürlich jetzt im Homeoffice arbeiten. Hier seht ihr auch schon beim Todd Peppy, dass es ein paar Auswirkungen gab, dass der Friseur nämlich geschlossen hatte und der sich offensichtlich selber rasiert hat. Nein, das war ein Spaß. Aber er hat eine neue Frisur auf alle Fälle. Und hier wird eben über die Problemchen geredet, die gekommen sind dadurch, dass die Leute eben zum großen Teil ins Homeoffice gegangen sind und eben über solche Sachen wie dass das VPN natürlich optimiert werden musste, weil es nicht für hunderte User ausgelegt war. Es gab zwar schon VPN, also VPN, und was quasi so ein privates, verschlüsseltes Netzwerk ist, damit man quasi seine Dateien auch nicht der Öffentlichkeit zugänglich macht, sondern die Leute hier in ihrem privaten, gesicherten Netzwerk arbeiten können. Und dass es natürlich verschiedene Auswirkungen gibt, die die Produktivität quasi etwas nach unten treiben. Und zwar wird eben in einem Homeoffice hier nicht 100% geleistet werden, der Arbeiten, meinte der gute Jared auch schon, da natürlich auch solche Dinge zu erledigen sind, und das kennt ihr selbst auch, die ihr zum Beispiel Kinder habt, wie Betreuung und Beschulung dieser Kinder, da die halt zurzeit nicht in die Schule können. Das gilt natürlich für die CIG-Mitarbeiter genauso wie für euch, die ihr Kinder habt, und deswegen natürlich auch vielleicht nicht ganz 100% der Produktivität erreicht werden können, denn wenn es Tischling quengelt, da guckt man doch gern mal rüber und beschäftigt sich mit ihr und nicht mit der Arbeit, die man gerade vor der Nase hat. Leute, außerdem gab es hier in der Folge auch noch jede Menge Inhalte, die nichts mit Corona zu tun hatte. Ganz am Anfang natürlich angefangen mit den Cargo Space Stations. Fängt so bei 5 Minuten so ungefähr an. Ich scroll das mal ein bisschen für euch, und damit ihr hier was von den Cargo-Bereichen seht in den Space Stations. Hier zum Beispiel seht ihr dann schon, irgendwann kommt der Konzeptzähler für den Gabelstapler, der lang erwartete. Und wir sehen also auch, okay, die Cargo-Bereiche haben ebenfalls eine Administration. Hier wird es auch einen kleinen Shop geben in den Cargo-Bereichen. Das sind eben große Handelszentralen, wo eben auch große Lagerhallen mit inbegriffen sind. Es gibt meistens noch einen kleinen Verkaufsraum dazu und auch solche Dinge wie zum Beispiel einen Zollbereich. Ja, sehen wir quasi schon so ein bisschen Einblick darin. Außerdem, Leute, kommen danach dann gleich die Änderungen von Grimhex, die ich gerade schon angesprochen hatte in der Roadmap. Da seht ihr ein bisschen was davon. Und zwar von den Hangars. Dazu müssen wir gleich umblenden. Bei 50 müsste es ungefähr sein. Ja, hier seht ihr nämlich dann schon die Hangars. Und hier wird eben auch gesagt, dass dieser Hangar hier als XL-Hangar dazukommt. Heißt also, ihr könnt eventuell vielleicht sogar eine 890 hier spawnen, und der Gangsterboss kann dann auch von Grimhex aus standesgemäß starten und muss nicht so ein Minischiff nehmen. Außerdem wäre es eben, wie gesagt, ganz cool, wenn die auch eine Hammerhead, eine Carrack und so weiter spawnen könnten. Und eine Caterpillar. So. Genau, dass wir noch ein bisschen durchlaufen. Außerdem, Leute, wurde hier darauf hingewiesen, dass durch die Heimarbeiten und natürlich,
das örtlich getrennte Arbeitsleben der Teams jetzt ein bisschen versucht wird, das Teambuilding auch durch Ingame-Erlebnisse zu bilden. Und zwar wird hier mehr Wert darauf gelegt, dass die Leute jetzt auch Spielzeit zusammen investieren können und eben einfach mal in Star Citizen zusammen reingucken, als Gruppe spielen. Und ich hoffe auch, dass das uns einiges bringen wird, denn es ist immer besser, wenn die Leute das selber mal ausprobieren und selber mal im Game sich bewegen, vor allem auch aus Gruppen bewegen, nicht ganz allein, um die Probleme besser feststellen zu können. Die Probleme, die wir quasi ja, sehen, wenn wir in großen Gruppen spielen. Detoxen. Yay. Tja, Leute. Außerdem wurden hier uns schon die Raffinerie-NPCs gezeigt, dessen oder deren Outfits das sehen wir jetzt gleich. Und die, muss ich sagen, sind wirklich nice. Also, gefallen mir gut. Wartet, ich spule da was. Die sehen wir nämlich unter anderem hier. In so einer Raffinerie habt ihr dann quasi auch spezielle NPCs, die da arbeiten. Und die haben natürlich auch spezielle Schutzkleidung. Finde ich wirklich gelungen, muss ich sagen. Und es gibt aber noch was anderes an Kleidung. Und zwar neue Rüstung. Heavy Armor. Heavy Armor und zwar vom Planeten Terra. Die seht ihr jetzt und die gefällt mir wirklich sehr gut. Muss ich sagen. Und der Jared hat uns darauf hingewiesen, dass natürlich hier nicht jede Variante der Armor ins Spiel Einzug halten wird, sondern wahrscheinlich bloß einzelne Varianten, ein, zwei davon. Und wir natürlich dann mal gucken müssen, welche wird es sein. Ich würde allerdings alle davon nehmen. Ich finde die alle gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Gefallen mir wirklich gut. Ja, hier gibt es quasi dann noch einen Blick in die dynamischen Eintrittseffekte, Atmosphäreneintritte, die etwas schöner wären. Oder was heißt etwas? Einiges Stück schöner werden, weil die nämlich dynamisch sind. Je nachdem, wie sich das Schiff quasi in die Atmosphäre reinbewegt, haben wir auch verschiedene Effekte. Denn es ist nämlich ein neuer Burn-Shader auch eingefügt worden. Selbst für die Schiffe selbst, das sehen wir gleich bei der Gladius, gibt es wirklich nette Effekte, wie eben das Glühen der Nase, was wir jetzt gleich sehen dürfen. Ja, wirklich nice, muss ich sagen, gefällt mir gut. Freue ich mich schon drauf, wenn das reinkommt. Ist jetzt in 3.9 noch nicht drin, das wird ein bisschen dauern. Und ja, dann werden wir bald schöne Eintrittseffekte haben, die eben auch dynamisch sind. Tja, Leute, und danach gibt es einen kleinen Blick auf das Exterieur der Cutlass Blue. Das kann ich euch vielleicht mal spulen. Ja, hier ist sie nämlich. Und hier seht ihr dann das Blau, weiß ich, welches es denn geworden ist. Hier ist also jetzt klar geworden, für welches Blau sich entschieden wurde. Ich finde auch, das ist ein passendes Blau, so ein bisschen metallisches. Gefällt mir. Was sagt ihr dazu? Ihr könnt ja mal Plus oder Minus raushauen. Und danach gab es einen Blick auf die Starlifter. Und die C2, Herkules quasi, C2, M2 oder dann später A2, hier wird es die C2 sein. Und tja, wir können einen kleinen Blick werfen in den Laderaum, beziehungsweise in den Hangarraum, aber auch in die oberen Bereiche des Schiffes. Und das ist allerdings noch ein Whitebox-Status. Und hier drauf freue ich mich besonders, was ihr im Hintergrund seht, Leute, das ist das Relocation der Points of Interest. Und ja, wenn wir im Würstwasser entdecken wollen und irgendwo landen bei einem Frack zum Beispiel, wäre es natürlich nett, wenn das ein besonders schöner Ort wäre, wo man vielleicht noch einen Mond sieht oder den Planeten, der zu dem Mond dazugehört und so weiter. Und das finde ich richtig nice. Das ist nämlich was, was mit Planetech V4 für mich verloren gegangen ist, dass es besonders schöne Orte gibt. Und denn die Orte wurden schnell platziert, um tja, die Zeit rauszureißen, die verloren gegangen ist durch das Ändern aller Ortschaften auf Planetech V4 und die Positionierung der verschiedenen Punkte wie Außenposten, die wurde ein bisschen schnell gemacht und da auch etwas schluderig, wissen die Jungs auch und werden das jetzt ordentlich platzieren. Danach gibt es auch noch eine lustige Sache, vor allem auch für die Rollenspieler unter euch. Einen Bartender wird es geben und dieser Bartender, ja, von dem wissen wir ja schon länger, den sehen wir jetzt allerdings auch zum ersten Mal gleich mit animiert und wie der Gute eben euch auch ein Bier zapft. Ach nee, sind wir hier nicht animiert? Okay, dann ist es in einem anderen Video-Content. Entschuldigt bitte, Leute, das habe ich gesehen. Hier sehen wir auch noch was Tolles. Und zwar was bald auf die Roadmap auch Einzug halten wird. Und zwar das Aran Halo. Das ist eine Einrichtung, die in einem großen Asteroidenfeld ist. Und zwar einem so dichten Asteroidenfeld, dass ihr keine Quantum-Treibe dadurch machen könnt. Ihr könnt quasi nicht durchspringen. Und hier werden sich höchstwahrscheinlich auch die Miner hinbegeben, die etwas länger außerhalb bleiben wollen. Dazu gibt es natürlich auch eine Station, die hier von Arcorp betrieben wird, von der Firma Arcorp. Und ja, das ist eben das Aran Halo. Und damit, Leute,
war dann auch das Inside Star Citizen zu Ende. Ihr könnt es euch auch nochmal genauer ansehen, wenn ihr hier dem Link folgt. Zack, da ist er. Und der gute Jared verabschiedet uns. Allerdings begrüßt er uns gleich wieder. Nämlich im Carding Our Devs. Ich bin ja schon mal in die Mitte für euch reingesprungen. Hier gab es verschiedene Themen. Und zwar aber vor allem zur Flora und Fauna, die es in Star Citizen geben wird. Und man ist hier eingegangen auf verschiedene Dinge. Und zwar unter anderem auf die Space Cow. Wartet, Leute, ich zeige euch das mal. Das ist hier die gute Space Cow. Die kommt eigentlich von Terra. Und tja, durch das wurde jetzt eigentlich mitgenommen auf viele Planeten, bei denen es Terraforming gab und ist so ein bisschen das Standardtier, was im UEE-Raum überall als Nutztier eingesetzt wird. Denn ja, das legt Eier, die natürlich benutzt werden können, um zu kochen, gibt Fleisch, ist klar. Aber auch seine Haut ist besonders gut geeignet für widerstandsfähige Kleidung, wie uns hier erzählt wird. Und wir werden dieses Tier wohl öfter sehen. Außerdem, Leute, was die Tiere angeht, gibt es eben hier einen kleinen Einblick schon auf den Space Whale. Und ich kann euch sagen, dass hier verschiedene Arten, also erstens heißt es die Space Crew Kessick Racer und für den Space Whale wurde noch kein Name gefunden. Der Space Whale, der lebt dann in den Gasschichten von Crusader, taucht da auch ab und zu mal auf und es wird so eine Art Touristenfahrten dahin geben, quasi wie Touristenboote, die dann zum Wale schauen fahren. Man hat sich auch noch nicht ganz überlegt, ob man von den Space Whales vielleicht auch was abernten könnte, sowas wie Schuppen oder irgendwelche Algen oder was auch immer normalerweise auf Walen drauf sitzt, die allerdings in Meeren bei uns unterwegs sind, noch. Und hier ist man sich noch nicht ganz sicher und wird sich noch was überlegen. Wo man sich aber sicher ist, dass es verschiedene Arten von Tieren geben wird, und zwar es gibt Kleintiere. Erstmal gibt es Insekten. Insekten werdet ihr im Umkreis oder Einzugsgebiet von unter anderem Bäumen finden und die werden das Ganze etwas lebendiger wirken lassen. Es wird etwas größere Tiere geben, die allerdings auch noch zu den Kleintieren gehören, und zwar solche Dinge wie Frösche, Schlangen, Ratten und so weiter. Also Kleingetier. Aber es gibt eben auch die großen Herdentiere und noch ein bisschen was Größeres, wie zum Beispiel auch die Sandwürmer. Das ist auch ganz nett. Also wir haben verschiedene Größen von Tieren, wir haben Herdentiere, wir haben einzelne kleine Tiere, wir haben sogar Insekten. Tja, gibt einiges bald an Fauna, wenn das dann Einzug hält in Star Citizen. Und ja, ich weiß nicht, keine Ahnung, wer ist Großbildjäger von euch und wird sich so einen Sandwurm schnappen? Ich sehe den Wetter da schon drauf reiten, oder? So. Leute, wer das Ganze übersetzt haben möchte... hier gab es noch einen kleinen Einblick in das 3D-Modell der Space Cow und so weiter. Der kann das Ganze auch übersetzt sich ansehen, und zwar vom guten AstroSam. Der hat jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit und hat euch hier eine tolle Übersetzung dieses ganzen Themas. Und zwar von allem, was in der letzten Woche los war, gemacht. Und zwar hat er sich das Calling of Death vorgenommen natürlich, das Quantum EMA und eben auch das Inside Star Citizen. Super. Wer das gerne in Deutsch haben will, spitze gemacht. Ihr seht auch schon, ihr seht doch nicht, aber ich habe hier einen Daumen nach oben da gelassen. Fand ich wirklich gut gemacht. Habt ihr hier nochmal den Link? Wer gerne den AstroSam-Beitrag sehen will. Außerdem, Leute, noch weiteren Videocontent gibt es für die, die gar nicht genug bekommen und die sich gerne ein bisschen weiter zu informieren wollen, unter anderem zum Flugmodell. Da gab es wirklich gestern eine mega spannende Sendung, 5 Stunden ging die. Der gute Detox war auch dabei im Chat, ich habe ihn gesehen, und auch jede Menge andere Leute, die ziemlich bekannt sind. Zack, und zwar das. Wer möchte, kann sich von euch gestern nochmal den Deep Dive Talk ansehen. Von Virgil. Virgil ist von Shadow Moses. Und wir haben hier gleich noch einen anderen Blick, dann sehen wir noch mal alle zusammen. Ja genau, ich spule euch das mal. Und zwar waren da nämlich gestern unter anderem zu Gast der Snake Eater, der Röttier, dann Sandy, die eigentlich ja immer da sind, aber eben auch der John Pritchett, der für das Flugmodell zuständig war, für das alte Flugmodell zuständig war. Und damit sehr interessante Sachen ablässt. Ihr seht auch an der Seite quasi die Liste der Themen, die ja abgearbeitet worden sind. Und das war eine lange Liste. Das Ganze ging 5 Stunden lang und waren jede Menge interessante Informationen dabei, auch über die Veränderungen da drin und so weiter. Und wieso das quasi dazu auch gekommen ist, wieso es überhaupt ein neues Flugmodell gibt. Und
So ein bisschen ist das, weil der John Pritchett nicht mehr da war und die Leute Angst hatten, mit dem Code nicht klarzukommen, den der John Pritchett da geplant hat und den Planung für ISCF und so weiter und den ganzen Flughilfen und so weiter, die es denn da gibt oder gab, ist die Sache. Denn wir sprechen hier natürlich von alten Flugmodellen im Vergleich zu neuen Flugmodellen. War eine mega spannende Sendung, muss ich euch sagen. Den guten John Pritchett hätten die Leute von CIG mal lieber warm gehalten und sich behalten sollen, weil der hat echt Ahnung von dem Zeug, was er redet. Bei dem jetzigen Flugmodell weiß ich nicht so recht, ob es die Leute auch haben, die da jetzt daran arbeiten. Denn das alte Flugmodell hat mir deutlich mehr Spaß gemacht. Das jetzige Flugmodell ist ein bisschen crappy. Und der John Pritchett, der hat schon gesagt, der wird nicht mehr für so eine Firma arbeiten. Der ist halt auch nicht drauf angewiesen, hat hier noch Sinn. Denn er wurde quasi auch gefragt, ja, wie sieht es denn bei dir aus und so weiter mit der Arbeit und Projekten in solche Richtungen und so weiter. Und der Gute, der hat dann eben auch erzählt, naja, ich bin da jetzt nicht so drauf auf Geld angewiesen und so weiter. Da seine Frau ganz gut verdient und er sich das ein bisschen aussuchen kann, woran er arbeitet und er nicht wieder für so eine Firma arbeiten wird. Naja, war auf alle Fälle ein sehr spannender Beitrag. Ging gestern bis nachts um 4 circa. Lohnt sich auf alle Fälle mal reinzuschauen. Ja, wo ist der denn hin, Galli? Der Gute wollte nicht mit in die Studios gehen. Das war ja dann so eine Sache, dass derjenige nicht mehr von zu Hause aus arbeiten sollte. Weiß ich zumindest noch aus den Infos von damals. Und hat er halt keine Lust drauf gehabt und CIG hatte da drauf keine Lust. Und dann ist er eben gegangen. Und dann hat sich CIG eben dafür entschieden, jetzt müssen wir ein neues Flugmodell machen, weil derjenige, der Ahnung davon hat, ist weg. Also wirklich spannend, Leute. Ist sehr zu empfehlen. Wer die Zeit von euch hat, kann es auch gerne frühst mal nachgucken. Ist natürlich alles Englisch und ich glaube auch nicht, ehrlich gesagt, dass das irgendjemand übersetzen wird. Glaube ich nicht dran. Müsst ihr euch dann schon in Englisch ansehen. So, aber coole Sendung. Und damit, Leute, sind wir für diese Woche eigentlich mit den textlichen Informationen durch. Mit den Sachen, die mir quasi auf dem Herzen gelegen haben, die habe ich euch auch noch rausgehauen. Und jetzt könnt ihr natürlich auch eure Kommentare und Fragen hinterlassen. Ich wünsche euch eine schöne Woche, kommt vor allem gesund durch diese und bis bald.